zu Detroit Becomes Human. Wir sind hier noch im Polizeigebäude und jetzt schauen wir mal, was unser neuer Kollege, der uns innig liebt, mit uns jetzt vorhat. Wie's? Ah ja, neuer Connor. Verständnisvoll, pragmatisch, konstruktiv. Hören Sie, ich weiß, Sie mögen mich nicht, aber wir werden zusammenarbeiten müssen. Also sollten wir uns arrangieren. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Wie dem auch sei, ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Die Steuerung ist nach wie vor sehr gewohnheitsbedürftig. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja. Es gibt einen. Hast du die Proben angeguckt? Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Mist. Oh. Verdammt. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Junge. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Verschwinden, Opfer, Gorgon Lopez. Fall von Herrn Andersen. Fallstatus ungelöst. Android involviert, ja. Der Kläger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen. Als er zur Arbeit gegangen sei, als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spur eines Anbruchs im Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Fallbezug Angriff. Ungelöst. Der Kläger behauptet, er sei von einem Android,
Daten des Modells AV500 Nummer 2347821 angegriffen worden, als oder der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Connie Dogs im 842 Cambridge Avenue arbeitete. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Angriff, Sarah Connor, ungelöst. Die Klägerin behauptet, von ihren Androiden einen AP-700 Nummer 48091380 angegriffen worden zu sein. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Verschwinden. Der Kläger, der Manager des Eden Club, berichtet vom unerklärlichen Verschwinden seines 6 Androiden. Modell WR400 Nr. 64179081. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu Hause begleitet hat und ist nie zum Glück zum Club zurückgekehrt. Kein Bild. Versuchter Mord. Lee Manfred wurde bewusstlos im Haus seines Vaters, Karl Manfred, gefunden. Laut Aussagen des Letzteren gab er eine Auseinandersetzung zwischen seinem Sohn und dem Hausandroiden. Der Android ist ein Prototyp, Modell und Seriennummer unbekannt und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. Ist das unser... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das der Maler ist. Ja, das ist der Maler. Das ist der Maler. Da ist sie. Fallbezug Mord. Opfer Todd Williams. Ungelöst. Die Leiche des Opfers wurde von einem Freund gefunden, der das Opfer besuchen wollte. Er hat um 8.42 Uhr sofort den Notarzt gerufen, der eine Schussverletzung als Todesursache feststellte. Die Mordwaffe hat möglicherweise dem Opfer gehört. Sein Android, ein AX400, wurde nicht am Tatort gefunden und ist der Hauptverdächtige. Naja, ist klar, dass man das Kind jetzt nicht unbedingt verdächtigt. Das war alles. Also das ist sie. Sie ist, und das ist echt der, ein Prototyp. Der Maler hatte einen Prototypen. ...243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber Sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran.
Oh je, das stresst mich am meisten. Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Es war also kein Albtraum? Nein. Nein, es war kein Albtraum. Wie wär's mit einem schönen warmen Bad? Und dann gehen wir los und besorgen dir was zu essen. Was meinst du? Okay. Ich lasse dir ein Bad ein. Vermute mal, dass die gesuchte Badewanne, ja. Dass die jetzt sehr schnell auf die Spur kommen und jetzt gleich da sind. Kann die das nicht auch wegmachen? Schon, oder? Krass. So bist du viel hübscher. Jetzt siehst du wirklich wie ein Mensch aus. Dein Bad ist fertig. Cyberwolf. Es gibt auch ein Zoo. Das noch? Ja, es regnet noch.
Boston Marathon. Das Opfer hieß Todd Williams, ein Arbeitsloser aus Corktown. Er soll von seinem Androiden erschossen worden sein, einem AX-400. Der Android ist flüchtig und eine Fahndung wurde eingeleitet. Live für Kanal 16 News, ich bin Josh Douglas. Ich wollte ihm nicht wehtun, aber er wollte uns töten. Was machen wir denn jetzt? Wir wissen nicht, wohin. Hat sie recht. Und die Polizei sucht uns jetzt. Hast du noch mehr Familie? Jemanden, der uns helfen kann? Nein. Es gab immer nur Dad. Was ist denn mit der Mutter? Der Android von gestern gab mir eine Adresse. Und dort würde man uns helfen. Versuchen könnten wir's. Ich weiß, ich bin nur eine Maschine. Aber ich spüre eine Art Verbindung zwischen uns. Ich will, dass du weißt, egal was passiert, nichts wird uns je wieder trennen. Mach dich jetzt fertig. Ich besorge was zu essen für dich und dann gehen wir los. Oh Gott, das geht nicht gut. Da ist auch noch die Schokolade. Kannst du die Jacke mitnehmen? Nimm die Jacke, es regnet. Detroit Police. Wir suchen einen weiblichen Androiden, der gestern den Laden da hinten ausgeraubt hat. Was gesehen? Ein Android? Nein, ich nehme keine Androiden. Haben Sie diese Person schon mal gesehen? Fuck. Ich wusste doch, dass mit ihr was nicht stimmt. Sie kam gestern Nacht. Sie sah völlig normal aus, wissen Sie? Es war nicht zu erkennen. Ist sie noch hier? Ja, nehme ich an. Zimmer 28. Danke. Du wartest im Auto. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit ihm. Hör mal, ich bin die ewigen Widerworte leid. Du bist eine Maschine, also halt deine Klappe und tu, was ich dir sage. Ich möchte nur meine Mission erfüllen. Tut mir leid, wenn sie das aufregt. Du willst nicht als Dose enden? Dann geh mir nicht mehr auf den Sack. Kann ich laufen? Ihn überholen irgendwie? Gib Gas! Ach, das war vorne. Geh hoch, Junge. Hoffentlich sind die weg. Teddybär ist weg. Sie ist weg.
Aber das sagt immer keine Gefahrenstufe hier. Hier geht's ja nicht weiter. Das gibt's doch nicht. Warum hat sie das jetzt nicht gemacht? Schnell, melde das. Wollte den blöden Schirm nehmen. Da lang. Sie sind auf dem Weg zum Bahnhof. Ich wollte den Schirm nehmen. Wieso kann ich das nicht rückgängig machen? Sie sind da drüben. Sollen ihn kommen. Oh verdammt! Wahnsinn! Er hat den Schirm nicht genommen, verdammte Kackometer. Der hat's nicht gemacht, ne? Da will ich ihn kommen, denke ich mir. Aber das hat sie nicht gemacht. Boah, was ist denn da unten für ein Riesens? Für ein wie? Oh Gott, das wären... Ach, das wären die anderen gewesen, wenn ich woanders aufgewacht wäre. Also eines der anderen Übernachtungsmöglichkeiten genommen hätte, dann verstehe. Aber das ging jetzt da nicht weiter, guck mal. Warum denn das nicht? Puh. Naja, wenn wir jetzt gelaufen wären, hätten wir sie gewiss eingeholt. Aber ja, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass sie entkommen. Na gut. Das ist echt, das ist echt. Vielen Dank fürs Zuschauen und nächstes Mal geht's weiter. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ob er es noch herausfindet, dass sie es nicht war. Und naja, bis dahin.